Alltag mittlerweile. Wie man sieht, sind wir nicht mehr im Gebirge. Aber man kann es jetzt, glaube ich, gar nicht so gut erkennen. Wir sind noch kurz in die Karibik gechattet. Nee, Quatsch. Aber die Wasserfarbe ist echt mega hier. Ich glaube, man sieht es gar nicht so genau. Auf Video jetzt. Ich drehe gleich mal die Kamera. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil es ist so windig hier wieder. Und ja, sind jetzt noch an der Ostküste unterwegs. Und werden jetzt aber noch mal rüber an die Westküste fahren für ein, zwei Tage und dann noch ein bisschen in den Norden. Aber jetzt zeige ich erstmal hier das Meer. Noch ein bisschen außerhalb vom Ort angehalten. Ich dachte eigentlich, man kann vom Strand aus zu dem See um die Flamingos sehen. Das ging aber nicht. Jetzt sind hier so verschiedene kleine Wanderwege ausgeschildert. Da sind wir ein bisschen gelaufen jetzt. Und von der Straße aus sehen sie auch echt nah aus, aber hier sieht man jetzt überhaupt keine. Schade. Also ich habe nur so ganz Mini-Flamingos auf dem Video und auf den Bildern. Schönen guten Morgen aus dem Van, denn der Regen hat uns eingeholt. Es regnet jetzt im Moment, glaube ich, nicht, aber es hat geregnet. Ja, macht aber nichts. Wir haben die Nacht jetzt hier in der Nähe von Alghero verbracht. Kann ich aber nicht zeigen, weil es ist alles nass. Und gestern sind wir im Dunkeln angekommen. Deswegen wird heute ein Weingut besichtigt und die Neptungrotte.
Also, es hat mal aufgehört zu regnen. Da hinten sieht man noch einen kleinen Ecken von der Mosella. So, da stehen wir. Und hier ist direkt dann der Strand. Jetzt ja bei dem Weingut Zeller und Mosca, da habe ich ja schon ein paar Bilder und Videos eingeblendet und wir wollten jetzt noch zur Grotta di Nettuno. Das hätte 8 Euro, 8? 14. 14 Euro gekostet pro Person. Die hat jetzt aber momentan geschlossen, weil das Meer zu unruhig ist, weil man muss nämlich hier bis zum Kap fahren, bis zum Ende vom Kap, und dann wird es 600 Stufen ungefähr runtergehen zur Grotte und ja, das Meer ist im Moment einfach zu unruhig, deswegen hat die jetzt momentan geschlossen, schade eigentlich, aber von hier oben hat man auf jeden Fall einen guten Blick, zeige ich mal. So, das ist der Blick jetzt vom, ne? Und hier drüben hat man auch einen schönen Blick. Ah, jetzt hat es. So, genau. Ja, wir steuern jetzt auf jeden Fall den nächsten Stellplatz für heute an. Und es wird ja, ein Stellplatz kurz hinter Alghero wahrscheinlich werden, weil wir wollen morgen nämlich die Panoramaroute von Alghero nach Bosa fahren. Das soll eine sehr schöne Strecke sein an der Küste entlang. Soll auf jeden Fall aussehen wie in Hawaii, so ähnlich. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Das wollen wir morgen machen. Jetzt, weil das Meer ist wieder richtig laut. Hier sieht man auch, die Wellen sind so groß wieder heute. Das ist unglaublich. Ja, wir sind jetzt nur ein kurzes Stück aus Alghero rausgefahren, die Straße nach Bosa, die wir morgen fahren wollen, und haben uns jetzt hier einen Platz gesucht für die Nacht. Und wie man im Hintergrund schon sieht, na, so, es ist schon so unglaublich schön. Ich bin so gespannt auf diese Straße und auf jeden Fall danke nochmal für den Tipp. Und ja, also ich könnte mich da nicht satt sehen dran. Es ist so wunderschön, trotz dass jetzt keine Sonne scheint. Also wie schön muss das eigentlich sein, wenn die Sonne noch dazu scheint. Also ist echt der Wahnsinn.